Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar Master Builders auf dem Miniplex Server. Ich habe mir vorgenommen, am Samstag, Sonntag ziehe zwei Videos, am normalen Tag, Montag bis Freitag je ein Video, außer am Dienstag, da kommt nämlich kein Video, da ich zu wenig Zeit habe für Videos schneiden oder überhaupt arbeiten. Und deswegen habe ich halt das vorgenommen. Ich hoffe, ich schaffe das mit zwei, sonst werde ich halt ein Video pro Tag machen, außer am Dienstag. Und nach einem kleinen Cut sehen wir uns halt in der Runde wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch wieder. Ich hole mir schon die Items. Und natürlich, wie gesagt, werde ich jetzt mal mir ein Minecraft-Huhn zusammenbasteln. Ich hoffe, das schaffe ich. Falls mir gerade auffällt, das Huhn hatten wir schon in der gestrigen Masterbuilders-Folge. Ich werde euch das Video hier unten in der Videobeschreibung verlinken, wer es sich nochmal anschauen will. Ja, und das war mein Huhn. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das sieht irgendwie nicht aus wie ein Huhn, aber egal. Ich mache es ein bisschen anders als gestern, aber eigentlich in dem Sinne ist es eigentlich gleich. Sieht nicht aus wie ein Hühnchen bis jetzt, aber egal. Machen wir mal so ein paar Blöcke. Dann haben wir gleich das Quadrätchen. So. Okay, das wird auch was Tolles, sage ich euch. Das wird das beste Hühnchen. Das wird noch besser als gestern. Dann mache ich hier so zwei. Dann macht man den Kopf jetzt, was mir gerade auch einfällt. Hier könnte man ja so noch so ein paar Flügel machen, also ja, so Hühnerflügel, die kann sowieso nicht fliegen, aber egal. So was, hey lol, das sah gar nicht so schlecht aus. So circa hier. Perfekt. Könnte wirklich diesmal was werden. Aber ich glaube nicht, weil am Schluss habe ich das aber nur noch verschlimmert, anstatt es zu verbessern. Ja. Dann hauen wir hier noch eine weitere Reihe hin. So, eine hat schon gequittet. Dann machen wir mal hier das Auge hin. Dann hier. Das sieht irgendwie aus wie ein Pelikan, keine Ahnung warum. Dann hier so. Upsala. Ja. Ist aber wieder zum Totlachen. So, zack, zack. Dann noch so unten so ein Läppchen. Das sieht echt geil aus, ohne Witz. Also wenn das nicht perfekt wird, dann weiß ich auch nicht. Oh, sagt er einfach nur. Also, schreibt mir in die Kommentare, was das werden soll. Weil, was würde, hättet ihr mir gegeben, wenn ihr eine Runde wärt?
Ja. Ich glaube, das ist besser, aber ich gebe dem trotzdem ein Gut. Weil das hier ähnelt mir ähnlich eher an einem Pinguin, aber egal. So. Was haben wir als nächstes? Fuck? Das ist ein. It's okay. It's okay. So schlecht ist das, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist sogar schlechter als meins. Speziell ist das. Ja, ich glaube auch, dass das Gebäude nicht fertig ist. Das ist amazing. Also so, wenn es nur Huhn wäre, wäre gut, aber das hat er noch so. Oh, ja. Danke für den Tipp. Ja. Ich glaube ja auch nicht fertig geworden, weil da fehlt noch was. Oh. Okay. Ich habe gerade jetzt gedacht, wir kommen so richtig krasser Schnabel. Aber nein, gut. Ich bin heute irgendwie, gebe ich jeden gut, weil es gibt, kennt ihr eigentlich Spiele oder wenn ihr so spielt, die einfach nur My Eyes Are Bleeding geben, nur damit sie halt dann besser aufstehen. Ja, das ist wunderschön. Wunderschön. So ein Zufall, dass ich genau heute Masterworld aufnehmen will und genau wieder Hühnchen kommt. Ich hoffe, beim nächsten Mal kommt auch nicht Hühnchen. Das wäre nicht ganz gut. Oh, es wird nicht gesprengt. Das werde ich mit besser oder was ist los? Oh, what the? Wie kommt. Hä? Lol. Wie kommt. Was hat das bitte mit Hühnchen zu tun? Hä, lol? Nichts davon hat irgendwas mit Hühnchen zu tun. Dann. Warum? Oh, also hier ist eine. Gut, ja, das ist. Das ist gut. Wahrscheinlich nicht warum, aber ich gebe jeden einfach irgendwie gut. Hat er eigentlich besser gemacht als ich. Das muss ich leider zugeben. So, ja, das ist amazing. Irgendwie habe ich noch niemals jemanden neu mein Wow-F-Wing ist awesome gegeben. Wie OP es wäre, wenn man sich selber selber bewerten könnte. So, war das sind alle? Ja, ich bin. Das Hühnchen war anscheinend besser als gestern, weil gestern war ich. Genau, gestern war ich einen Platz unten, also da wo der Robby jetzt ist. Jetzt habe ich einen Platz weiter mit dem Bauwerk. Und da würde ich sagen, nach einem kleinen Cut sehen wir uns in der Runde wieder. Bis gleich. Gut, was müssen wir jetzt bauen? Ich hoffe nicht wie. Eine Bibliothek. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Bibliothek, da weiß ich ja. Da brauchen wir auch. Wo haben wir denn das? Wo haben wir denn Bücher? Ah, schauen wir einfach Bücher hinein. Zack, zack. Ich wüsste jetzt nicht wirklich, wie man eine Bibliothek machen könnte. Nur außer ein Raum mit vielen Büchern, Regalen, weil anders kenne ich keine Bibliothek. So, okay. Dann gehen wir hier rüber. Wahrscheinlich baut hier jemand jetzt übelst was Krasses. Und ich aber nur so einen Block. Nein. Ah ja, und bald kommt auch übrigens das Projekt auf meinen Kanal. Wir müssen halt noch etwas bauen, weil es ist kein normales Projekt, wie ich glaube ich mag, oder wie heißt das noch? Kunterbunt, glaube ich, ist auch kein Rollprojekt oder auch, aber auch kein Rollprojekt. Es wird halt so wie Freedom oder wie bei Herb Bergmann halt Desperado zum Beispiel. Also das sind solche Beispiele. So ein Roleplay-Projekt, wo ihr eine Rolle bekommt. Perfekt. Dann braucht er eine Treppe zum Sitzen, also eigentlich ein Sessel.
Upsala. Ich brauche nämlich so einen weißen, weil der weiße sieht am meisten, also am besten aus wie ein Bibliothekar. Okay. Eigentlich ist auch in Minecraft wirklich ein Bibliothekar. Zack, ja, zack. Dann machen wir so Abstand. Dann machen wir hier noch so einen Zauntor hin, damit es ein bisschen besser aussieht. Und dann hier noch so einen Block. Zack. Ja, das ist doch mehr Arbeit, als ich dachte. So, dann hauen wir hier noch ein paar Bücherregale hin. Aber zuerst noch, das hier brauchen wir, denn wie gesagt, und vielleicht noch das und das. So, hauen wir das hier hin und das hier hin. Dann brauchen wir das nicht mehr alles hier. So, dann machen wir ab hier diese Bücherregale, die man kennt. Wahrscheinlich ist, wird das wir das wirklich jetzt richtig schier. Weil richtig sch einfach schlimm. Denn ich bin eigentlich nicht bekannt für Bauern, aber ich mache es trotzdem. So, in so einen Abstand. So, ich habe mal eins gebaut, so gut wie es ging. Bin gespannt. Ja, das ist eigentlich noch besser. Weil meins ist ja nicht ganz fertig, da werden noch Bibel so Dinge und dann noch so Tisch hingestellt. Ja, das ist eigentlich ja gut. Ja, gut. Ja, ich habe gut gegeben mal. Was haben wir jetzt? Wieso baut ihr so ein Crap? Was? Das ist hundertprozentig weggesprengt. Weil das hat nichts mit Bibliothek zu tun. Ich weiß, ich kann kein Deutsch. Was haben wir hier? Interessant. Spooky. Was haben wir hier noch drin? Logischer Teppich. Oh, ich habe jetzt nichts. Ja, nichts gemacht. Ich glaube, das ja, das ist meins. Bitte nicht sprengen. Ja, es wurde nicht gesprengt. Also ich kann jetzt nicht letzter werden, weil das hat nichts mit. Lol, was für eine Idee, eine Höllenbibliothek einfach hinzuplanten. Ja, dafür gibt es mal jedenfalls mindestens ein Gut, auch wenn es klein ist. Aber ist gar nicht so schlechte Idee gewesen. Was das ist, keine Ahnung. Ich glaube, der hätte richtig große Bibliothek gemacht. Nur. Meh. Oder nee. Machen wir so. Denn was es aussieht, ist, dass er ein richtig fettes Ding machen wollte. Das ging jetzt aber nicht. So, was hat der? Ah. Ja. Oh, das ist ein gut. So selbe Idee wie ich. Ein bisschen kleiner. Ein bisschen dicker, meine ich. So, was haben wir. Wie einfach ein ganzes Bücherregal einfach in der Hand hält. Da hat aber keine Augen. Ist das Slenderman? Slender? Ja, einfach Nuki. Ja, das ist eigentlich ganz gut gewesen. Eben jetzt ist, glaube ich, alles gewesen, oder? Als ob! GG! Ah, GG. Ich bin einfach Dritter geworden. Ja! Da, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich habe gedacht, das ist doch schlimmer als das andere, aber egal. Jedenfalls habe ich es geschafft, also bevor ich jetzt zum neuen Runde gehe. So würde ich sagen. Weil ich jetzt dritter Platz geworden bin und das waren jetzt zwei Runden und würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ich
Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und